Gut, hier sind wir jetzt zum zweiten Part von Kirby. Wir gehen jetzt in die nicht erkundeten Räume, weil diese beiden Räume, da ist mir echt nichts eingefallen. Obwohl, hier weiß ich jetzt die Lösung. Ihr könnt euch ja noch erinnern, man musste von unten rein und da war diese verschlossene Tür und auf der anderen Seite der Schalter. Den Schalter können wir noch nicht betätigen. Nein, können wir nicht. Und zwar braucht man dafür noch eine neue Fähigkeit. Und die kriegt man erst, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Also kann ich gar nicht alle Schätze sammeln, bevor das Spiel zu Ende ist. Damit hat sich eigentlich meine Frage das einmal erledigt. Ich werde wahrscheinlich dann nach dieser ihr ganzen Viecher hier geht weg. Ich werde wahrscheinlich alle Schätze sammeln, die gehen. Und dann. Ah, hier sind wir jetzt. Und dann werde ich, ja, die letzte Fähigkeit holen. Das war scheiße. Ja, jetzt kommen wir hier nicht mehr durch. Daher muss ich die Aufnahme nochmal neu starten. Wir sehen uns gleich in diesem Raum wieder. Bis gleich. So, ich hoffe mal, wir verbauen uns das jetzt nicht. Also nochmal, ich werde. Oh, voll den Gedanken. Ich sehe dieses Ding. Ich will hinrennen und ich hau dagegen. Oh. Nochmal. Ja, da sind wir wieder. Oh, da ist eine Flasche, da will ich aber nicht hin. Nein, diesmal nicht. Hier, das ist auch zu offensichtlich. Wenn wir hier das Ding zertrümmern, ist hier oben eine Wand. Die richtige Reihenfolge wäre, man geht hier hin. Hier hin, hier hin und hier hin. Nein, geht man doch nicht. Ich habe mich verlaufen. Man geht hier zurück und. Ah, dann ist hier unten die Wand weg. Geht mal hier hin, haut dich weg. Schneidet dich durch. Und holt erstmal diese Truhe ab. In der ein kleines Stückchen Fleisch ist. Naja, aber besser als nichts. Ja, wie gesagt, die dürfen wir nicht zertrümmern und müssen stattdessen hier lang. Also nochmal, wenn wir dann den Boss erledigt haben, dann können wir erstmal alle Items einsammeln. Ich werde versuchen, alle möglichen einzusammeln jetzt und dann gehe ich zum Boss. Und dann kann ich die letzte Fähigkeit noch so ein bisschen zeigen und den Rest eigentlich nachtragen. Hier oben ist die Tür verschwunden, aber das ist eigentlich nicht weiter schlimm, weil wir versuchen müssen, in diese Tür zu kommen. Na, das geht aber. Das geht. Und zwar so nicht. Ja, komm, Kirby, kruppel nicht rum. So. Ja, irgendwie wurde ich von der Tür zerquetscht, mehr oder weniger, aber wir sind durch. An die Tür kommen wir gleich. An die Kiste. Erstmal kommen wir an diese hier. Und es ist wieder ein Saft. Der Saft, der mich in die Falle gelockt hat. So, und hier ganz unscheinbare Blöcke und dann geht sie ab nach unten. Zum Leben. Gut. Anschließend gehen wir nach rechts, 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 rechts und wollen natürlich zu dieser Kiste hin. Aber das geht auch. Wow, wow, wow. Nicht runterfallen, Kirby. Übrigens habe ich das pinke Spray benutzt. Das pinke Spray sieht genauso aus wie das Standardspray. Also ich renne gerade nicht im Standardlook rum. Und wir haben ein Lavendel-Spray. Ich weiß nicht. Sieht aus wie Lavendel. Alles erledigt soweit? Ja. Also diese zwei Räume mache ich noch und diese wahrscheinlich können wir die erst am Ende des Spiels besuchen. Irgendwie will mich jede Kreatur essen. Sehe ich denn so lecker aus? Boah. Das Spiel sollte zensiert werden. Was hat der denn für fette Arschbacken? Boom. Okay, das war's. Jetzt können wir hier diesen schönen Stern nehmen und gleich in ein paar Stunden wegfliegen. Nein, jetzt. Aber hier will ich nicht hin. Wir wollen doch noch die letzten Räume sehen. Also gehen wir nochmal zurück in die Eiswelt. Gut, wir sind jetzt auf dieser Kreuzung, nenne ich sie mal. Hier oben sind wir vorhin lang gegangen, aber hier unten gibt es auch noch was Feines.
Wir gehen durch diese Tür. Gucken uns mal um. Hier sind Reifen, ich weiß nicht. Ganz viele Wege irgendwie. Ich gehe erstmal hier lang. Ach ja, gut, dass SBM einen Stein beinhaltet. Und wir haben das Notenblatt. Das Notenblatt. Wow, jetzt wird es immer besser mit der Sprache. Jo, Alter, wir haben das Notenblatt. Nein, nein, nein. Das ist der letzte Raum und hier ist auch nichts zu finden. Also, die Welt 7 behalten wir uns bis zum Ende vor. Weil hier wirklich Räume sind, die wir erst mit dem... Ja, ich sag es, mit dem letzten Schwert. Ein Schwert ist es. Und da kommen wir erst dann dran. Wir sehen noch schöne Stacheln. Und dann sehen wir auch schon gleich den Ausgang bestimmt. So, und dann hätten wir schon mal diese Welt erledigt. Ja, die Welt war rutschig und hat mich teilweise wirklich angekotzt. Und manchmal war es auch meine eigene Schuld. Wie ich da in Gedanken da diese Tür dann... Oh. Können wir raus? Ja, können wir. Wir sehen uns noch einmal schweben. Wumm. Essen und Batterien und Essen und Trinken und... Trinken und... Essen und Essen und... Ach, das Übliche halt. Gut, damit haben wir auch die Welt 7. Zwar nicht komplett fertig, aber soweit es geht. Und ich glaube, weiter hätten wir auch nicht kommen können. Und deswegen sage ich bis dann und ciao, ciao.